Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Mit dabei wieder Pulitzer. Hallo. Und mal wieder unsere Russenflieger. Haben wir jetzt schon, ich schätze mal, mindestens ein oder zwei Monate nicht mehr gemacht, oder? Ja, kommt schon hin. Na, die brauchen auch mal wieder ein bisschen Liebe. Ja, so gehört sich das. 5, 6 rote Sterne auf der Maschine und Hammer und Sichel. Ich hab nur Sterne. Ja, das Decal musst du dir ja freischalten, bis wir sie kaufen. Nee. Du ziehst mir weg. Dabei fliege ich doch das Rennflugzeug. Ramm mich nicht. Ja, ja. Klatsch auf den Boden. Du warst ganz schön tief, oder? 400 Meter oder so. 450. Alles noch im grünen Bereich. Ajo. Du hast 2 Kanonen, ne? Ja. Gut, dann mehr liefern leider wir. Auch nicht. Bitte? Mehr leider auch nicht. Ich hab 3. Und endlich mal eine Maschine mit 3 Kanonen, die nicht asymmetrisch ist bei den Russen. Ja, so Probleme habe ich nicht. Ja, hier die ganzen Jaks mit der 21er und dem einen MG, das ist ja alles asymmetrisch, das finde ich voll hässlich. Ich komm. Er ist fast da. Webst du? Ja. Wieso? Nur so. Du nicht, oder was? Nö. Mei, wat a schönes Bild. Ich hab noch keins. Du musst ja auch erstmal vor mich. Und jetzt kommen die Wolken. Nicht hochziehen. Dancen wir jetzt? Ja. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, ich steig doch immer erstmal ein bisschen seitlich weg. Nicht direkt in die feindlichen Jäger rein. Okay, drehen wir mal rein. Da vorne kommt eine P-47 bei unserer P-8, da können wir mal hinfliegen. Diese Wänge höher. Das ist nicht mehr. P-51 kommt dazu. Ja, passt doch, 2 gegen 2. Muss nur die Spitfire da links wegbleiben. Wen willst du? Hier. Oh, du nimmst die beiden P-51. Und die dritte kommt auch noch bei. Schön. Wir könnten natürlich auch den Schwanz einziehen und die P-8 ihrem Schicksal überlassen. Ja, noch eine Spitfire. Sollen wir weg? Ha? Ja. Sollen wir? Ja. Da gibt's nur ein Problem, die sind alle schneller als wir. Ja gut, aber wir sind ja noch eine Weile weg. Ab in die Wolken, würde ich sagen. Ja. Zahlmäßige Überlegenheit ist nicht gewährleistet. Russen ziehen den Schwanz ein. Wir können uns ja die Typhoon da unten holen. Das können wir machen. Naja, wobei, lieber die Spitfire, weil an der Typhoon hängen ja schon 3 dran. 2 dran. Oder die Halifax und die Spitfire. Wir können das jetzt aber auch links ins Getümmel werfen, da haben wir jetzt zahlenmäßige Überlegenheit. Na, komm, lass uns erstmal die da unten wegrasieren. Am Ende kommen eh alle Gegner runter.
Die Spitfire ist zu nah unter mir, da komme ich nicht mehr hin. Muss ich ab. Okay, die. Nee, muss ich auch gar nicht. Warum? Weil sie abgestürzt ist. Nö, ist sie nicht. Natürlich. Nö. Oh. Ups. Oh man. Ach, dann drei von diesen Kanonen, das ist schon echt hart an der Grenze. Was ist die Halifax? Hinter mir ist eine Typhoon. Hinter dir ist eine Typhoon? Unter mir. Die ist hinter mir? Was ist die? Oh ja, ich häng mich hinten dran. Er ist weg. Alter, die Klappen von der La halten ordentlich was aus. Ja, du meinst, ja, La. La, Lack, Jack, I, was auch immer. Tja, jetzt haben wir halt die ganze Rotte da über uns, ne? Na gut, können sie gerne runterkommen, wenn sie Spaß haben. Also, meiner Meinung nach sind die Russen immer noch die Fraktion, an der man am wenigsten Hirnschmalz verbraucht. Ja, die kommen jetzt runter. Ja, bist sicher, dass die runterkommen? Nee, sah eben so aus. Ja, doch jetzt. Ja, jetzt kommt der ganze Rattenschwanz. Wie das aussieht. Stürzt die ab? Ja. Ja, die eine Spit bleibt noch oben. Alter, mit dem Ding kannst du ja ewig rappen. Ja, die kann ich mit meinem nicht. Boah, Alter, was ein Snipe. Hast du das gesehen? Mhm. Die erste Kugel, zack, tot. P51 vor mir. Ja, und dann kommt eine P51 von oben noch. Die hole ich mir. Was bist du für ein Lappen? Hast du mich nicht gesehen? Oder was machst du denn? Ich hab eine hinter mir. Ne, die brennt, den brauche ich nicht mehr. So, wo sind denn hier die ganzen Gegner? Über dir, bei wann? Ja, aber ist es die einzige, die noch da ist? Zwei leben noch. Ja, ein bisschen langsam. So, jetzt wieder ein Stück nach oben. Ich glaube, die hat's auf mich abgesehen. Könnte sein. Pass auf, die hat ein paar Kanönchen. Na gut. Okay, die hat gar nichts mehr. Aber du hast gelernt, tote Dinger können auch noch gefährlich sein. Ja, habe ich gelernt. Auf die harte Nummer. So, war's das jetzt? Zwei haben wir noch. Einen, oder? Zwei. Einen, ja. Wo bist du denn? Ich flieg hier unten ein bisschen lang. Vielleicht ist es ja ein Attacker, der... Oh, das ist ein Stratobomber. Pff, war es nicht. Ne, ist ein Jäger. Woher weißt du das? Weil er einen Luftabschuss hat. Okay, oder es ist ein... Die Bomber, der Glück hatte. Ach, ist die La 5 nicht schön. Ich finde das mit der gelben Schnauze hübsch. Ich finde, sieht halt aus wie dann eine 109 oder so. Ja, sieht halt aus wie ein deutscher Staffelführer, ne? Mein Flugzeug hat so ein bisschen Schräglage, hat man das gerade gesehen?
Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Ist hier irgendwelche Bodenziele, die wir schreddern können? Ach, das sind bestimmt irgendwo Light Cars zwischen den Konvois. Gucke Mama, ob da was hierbei ist. E2. Ich sehe halt auch überhaupt keine Punkte. Oh, da sind tatsächlich kleine, leichte Fahrzeuge. Light Tanks M8. Die Light Tanks bringen extrem viele Punkte. Dann mache ich die jetzt mal weg. Alter, die haben aber ordentlich was an Gegenwert zu leisten, die Jungs. Ja. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Hui. Höhenruder nicht mehr voll einschlagen. Das ist schlicht. Also ich kann es schon, aber da mein einer Flügel kaputt ist, mache ich direkt eine Corkscrew. Hast du auch Light Tanks? Ja. M8, sind das die offenen Dinger? M8, Greyhound. Also Radpanzer. Ja, stimmt, habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ah, sieh mal an, da sind ja noch mehr von den Jungs. Flack. Schnelles Punktekonto noch ein bisschen. Kundepunkto. Punktekonto noch schnell aufbessern. Uiuiuiui, das war aber knapp hier. Ja, bei mir auch eben. Vor allem, wie sich die Flachs hier bewegen. Vor, zurück, vor. Ja. Ist da noch einer von den leichten Panzern am Leben? Such dir halt eine andere Kolonne. Da ist noch einer. Baum. Krass, da lang zwei Schuss von dem Zeug. Oh, da kommt die P47, ist bei mir. Ja, sehe sie. Hab noch 128 Schuss, das sollte Leichen. Das sollte Leichen, genau. Der ist noch so weit weg, da kann ich noch einen Panzer kriegen. Aua! Die Flak geht mir ganz schön auf die Nerven. Vielleicht kann ich ihn ja in Sicherheit luren, ich hätte ihn nicht gesehen oder so. Du, ich glaube, bevor das passiert, ist unsere Jagd 3 da. Ich weiß, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt hinfliegen soll. Das ist eine schöne Maschine. Ich mag die. Die solltest du dir auch mal freischalten. Die macht echt Spaß. Ich bin jetzt momentan nicht so auf Russen bockig. Oh. Auf was denn dann? Weiß nicht. Ich würde gerne auch bei den amerikanischen Panzern zum Beispiel mal weitermachen. Autsch, das war dumm. Wer ist das denn jetzt geschafft? So spät hochgezogen, ich darf nicht mehr zoomen, ey. Nee, ich glaube, du kriegst ein Zoom-Verbot. Achtung, jetzt passiert mir gleich genau dasselbe. Tja, sieht so aus, als wäre es das gewesen. Ja. Naja, Platz 1 und 2, passt doch. Pilot sniped me. Was, Platz 1 und 2? Ach, tatsächlich. Du wirst mir wieder über das Blau angezeigt, deswegen habe ich es nicht direkt gesehen. Oh, immer blau. Wir sind schon Lungs, ey. Easy. Ah,
Ja, das hat sich wenigstens auch mal halbwegs. Ja, das war doch mal jetzt mal wieder, sag mal, ein Hochgefühl, ne? Boah, jetzt kriege ich sogar zwei Sachen gleichzeitig freigeschaltet. Sachen. Nein! Yeah! Ne, kann ich yeah. Neues Flugzeug freigeschaltet. Naja, mach mal in der MiG-9 mal weiter. So, jetzt habe ich mit der LA-5 sogar ein bisschen was. Hier, komplett erster Rang, geil. Mit Bombe. Jo, lief gut, bin zufrieden. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gute.